Boah, ich raste gleich aus. Mein Telefon. Muss ich dich unterbrechen? Ich schwöre es dir. Ich drücke die ganze Zeit auf mein. Ich fick jedes. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Mit dabei ist heute mal wieder. Man kennt ihn, YFHD, was? Ja, man kennt ihn und man hasst ihn. Genau, der Junge ist wieder mit am Start. Leute, da das letzte Nicht-Lachen-Video vergleichsweise ganz gut gelaufen ist, dachte ich mir, mache ich jetzt jede Woche davon 7 Stück und kann mich im Leben zurücklehnen. Beginnen wir wieder mit YouTube-Kacke Nicht-Lachen, Episode 433, aka Januar-Content. Leute, beginnen wir mit dem ersten Video von Galileo. Ihr findet natürlich wieder sämtliche YouTube-Kacke-Videos in der Videobeschreibung und ganz unten noch irgendwo den Account von Lukas. Beginnen Vielen Dank wir an der Stelle. Mit dem ersten Video von Galileo. Okay. Bibis Beauty Palace mit Marcel Davis telefoniert. Wer kennt ihn nicht, oder? Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Guckt euch das an. Und heute habe ich sozusagen ein Fick-Spiel mit mir selber. Denn ihr habt mir auf Facebook und Twitchbook ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und das war einfach im Video. Ich habe gerade auf diese geglaubt. Ich werde natürlich auch bestraft. Und zwar habe ich hier so wunderschöne Fetter-Cocks besorgt. Und für jede Aufgabe, die ich eben nicht schaffe, wird der Julian mir, wie er auch immer möchte, ein Cock ins Gesicht quetschen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. Es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig werden. Nicht. Und ich ziehe jetzt mal die erste Karte. Und da steht folgende Aufgabe drin. Schaffst du es, deinen Vater so zu verstellen, dass deine Stimme sein Telefon nicht erkennt? Was? Oh mein Gott, oh, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Sein Vater verstellen? Hallo? Ja, guten Tag, hier ist die Gerta und ich habe ihre Nummer von meiner Kollegin bekommen. Die sagte, sie sucht noch so eine Art Haushälterin. Ist das richtig? Marcel Davis, 1-1. Das bin nämlich ich. Okay. Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Ach. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft. Ja, ich dachte, dann erkennt man mich halt nicht. Damit Sie mich auch erreichen, meine Mailadresse. marceldavis@1und1.de. Okay. Fair und transparent. Ich melde mich später nochmal. 1-1. Wie es rangeht, ne? Oh Mann, ich wette mit euch, mein Vater hätte mich nicht erkannt. Oh, wenn das jetzt reißt, Julian, ne? Oh Gott! Ah! Muss aber was sehen. Schaffst du es, Dagi dreimal hintereinander anzurufen und jedes Mal zu sagen, dass du dich verwählt hast und eigentlich jemand anderen anrufen wolltest? Probieren wir es mal aus. Naja, ich weiß, wer kommt. Überlegt, die Dagi ist. Hoffentlich Andreas. Hallo? So, meine Süße, siehst du dich denn an? Einfach! Sieh auch schnell aus. Hallo? Zieh dich aus. Ich hab dich total verwählt, ich wollte jemand anrufen. Stopp! Ja, tritt ich. Das Kinderzimmer ist sauber. Okay. Tschüss. Okay, das hat sich noch sehr freundlich. Guck mal das Bild. Dieses Halt, Stopp. Und Andreas immer, wenn irgendwer irgendwas sagt, Halt, Stopp, jetzt rede ich. Und dann reden wir einfach weiter. Alter, das sieht gerade so gut aus. Guck mal, wo du gestoppt hast, das Bild. Boah, Junge, warte, ich... Oh, 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 oh. Jetzt rufen wir direkt nochmal an und gucken, was passiert. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht. Hä, bist du schon wieder? Ja, ich schwöre dir, ich habe die Nummer von meiner Mutter gewählt. Jedes Mal rufe ich dich an. Ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Also die Kamera ist gerade aus Versehen aufgegangen. Und bevor ich sie jetzt nochmal anrufe, Julian, mach den Kopf. Aber ich kriege keine Luft mehr. Ja komm, sind wir mal gnädig für den Anfang. Oh. So, auf ein drittes Mal. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nicht dran rütteln. Egal, ob du hier bist oder nicht. Boah, ich raste gleich aus. Mein Telefon. Muss ich dich unterbrechen? Ich schwöre es dir. Ich drücke die ganze Zeit auf mein. Und es wird sich ja nichts ändern! Das kann ja nicht sein, wie es ist! Es wird sich ja kein bisschen ändern!
Okay, also ich würde sagen, ich fick jedes. Nochmal, warte. Okay, also ich würde sagen, ich fick jeden. Ich fick jeden. Oh, Leute. Oh, ich warte immer noch darauf, dass es eine Vive und der Vincent YouTube-Kacke gibt. YouTube-Kacke-Ersteller da draußen. Bitte geht hin und erstellt die beste YouTube-Kacke von uns YouTubern. Bitte. Wir sind auch lächerlich und hässlich. Macht es bitte. Bestellt eine YouTube-Kackception oder sowas. Keine Ahnung. Wir warten sehnlichst drauf. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich bin mal wieder komplett tot und durchgeschwitzt vor Lachen, Alter. Lukas' Kanal ist leider in der Beschreibung drin. Allerdings, wie gesagt, erstmal mein Merch-Link und die anderen Kanäle hier. Ah, ja, genau. Alles gut, alles gut. Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.